Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Empfehlungsvideo im Rahmen des Pride Month. Und im heutigen Video möchte ich gerne über Fantasy-Titel sprechen, in denen LGBTQA+-Charaktere vorkommen. Und zwar über solche Titel, in denen das vor allem die Protagonisten sind. Es gibt natürlich noch viele Fantasy-Titel mehr, in denen es mal irgendwie Nebencharaktere gibt oder so. Und ja, da wäre einfach die Liste wahrscheinlich zu groß, um das irgendwie auf ein paar Titel zu beschränken. Deswegen habe ich mich jetzt hier für die Titel entschieden, wo das halt vor allem die Protagonisten sind und ja, das halt auch eine größere Rolle spielt als nur irgendwie der beste Freund, der halt gerade mal schwul ist oder so. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und ja, ich habe wieder 7 Titel mir rausgesucht. Ich habe auch hier wieder versucht, Titel rauszusuchen, die auch auf Deutsch erschienen sind und ein paar, die es nur auf Englisch gibt. Wobei hier tatsächlich mal die deutschen Titel überwiegen, also die auch schon auf Deutsch übersetzt wurden. Und ich fange an, viele sind auch wirklich, wirklich bekannt, muss ich sagen, von dieser Liste. Ich fange an mit einer sehr beliebten Dilogie und eigentlich auch so das ganze Universum ist sehr bekannt und da gibt es auch viele diverse Charaktere und zwar rede ich jetzt aber hier speziell von Six of Crows von Leigh Bardugo und ja, hier sind ja Jasper und Wyland, die halt im Rahmen der Geschichte irgendwann ein Paar werden und wie eben schon gesagt, ist es aber auch so, dass Leigh Bardugo auch in ihren anderen Büchern immer viel Diversität hat, also zum Beispiel in King of Scars, was ja da hinten steht, gibt es halt auch noch eine Beziehung, die ich jetzt aber noch nicht so sagen möchte, weil das schon ein bisschen spoilert, wie ich finde. Und ja, aber sie hat immer eine tolle Diversität und hier ist es halt zum Beispiel Jasper und Wyland. Und ja, wer Six of Crows, beziehungsweise auf Deutsch das Lied der Krähen noch nicht kennt, darin geht es ja um 6 Charaktere, die halt zusammentreffen. Das sind alles so Außenseiter, eigentlich Verbrecher so und die treffen halt aufeinander, beziehungsweise die werden halt von einem von den 6 vereint, um halt ein Heist, also einen Überfall zu planen. Und ja, im Prinzip jeder hat halt so seine Aufgabe in dieser Gruppe. Das ist so ein bisschen wie, oh Gott, jetzt fällt mir der Titel von, jetzt wollte ich es gerade mit einem Film vergleichen, jetzt fällt mir der Filmtitel nicht ein. Oh Gott, ich bin so doof. Ocean's 11. Meine Güte, kennt ihr das? Wenn ihr eigentlich, ihr wisst ganz genau, was ihr wisst, aber ihr wisst ganz genau, was ihr meint, aber oh mein Gott, ich kann gerade nicht mehr reden. Auf jeden Fall, ja, so Ocean's 11, aber halt in Fantasy und halt nur mit 6 Charakteren so ungefähr. Und ja, es geht halt auch um die Grischer, die ja auch eine Art von Magie sozusagen haben und ja, es ist eine großartige Reihe und ich mag es sehr, dass Leigh Bardugo in ihren Büchern halt auch immer so eine Diversität hat. Also nicht nur in Bezug auf die sexuelle Neigung, sondern halt auch immer von verschiedenen Herkünften und sowas. Also das ist natürlich eine Fantasy-Welt, deswegen ist es ja nicht, sind es ja nicht die realen Herkünfte, aber es ist halt immer so inspiriert von der realen Welt. Und ja, das finde ich sehr, sehr gut und deswegen mag ich das sehr, sehr gerne und ja. Wie gesagt, wahrscheinlich werden es die meisten kennen, aber ich wollte es trotzdem auf jeden Fall erwähnen, weil es ein sehr, sehr toller Fantasy-Titel ist mit toller Diversität. Auch das nächste Buch ist nicht unbekannt in der Buch-Community. Es ist noch nicht auf Deutsch raus, soweit ich weiß, kommt jetzt aber, ich glaube, im August oder im Herbst oder so. Ich weiß es gerade nicht ganz genau, ich bin da nicht so up-to-date, weil ich es halt auf Englisch gelesen habe. Und zwar ist es Chain of Gold von Cassandra Clare, beziehungsweise eigentlich kann man auch da wieder sagen, ähnlich wie Leigh Bardugo hat Cassandra Clare schon wirklich viele Charaktere mit anderer sexueller Neigung, sag ich mal. Aber jetzt in Chain of Gold ist es schon wirklich krass. Es ist so krass, dass es sogar Leute gibt, die sich beschwert haben, dass es zu viel Diversität gibt. Was ich ziemlich blöd finde, weil ich meine, es ist doch ihr Ding, wie viel Diversität sie reinschreibt und wenn ein Autor gar keine Diversität schreibt, dann wird es ja auch immer bemängelt und wann kann man es denn mal richtig machen, ne? Und ich finde es nicht zu viel, ich finde es super, dass es so viel Diversität gibt und ja, ich kann gar nicht so richtig über die einzelnen Pairings in dieser Reihe sprechen. Es ist ja wieder eine neue Schattenjägerreihe, es geht hier um die Kinder der Charaktere aus The Infernal Devices und ja, diese
Nachkommen haben jetzt halt quasi wieder mit neuen Bedrohungen zu kämpfen, beziehungsweise es war halt so, dass es jahrelang halt recht still war und irgendwie gar nichts los war. Es gab keine Dämonen und ja, dann tauchen plötzlich wieder neue Bedrohungen auf und ja, alle sind irgendwie so ein bisschen überfordert, kann man sagen, von diesen neuen Bedrohungen, eben gerade weil so lange Frieden war. Und ja, was da ganz genau dahinter steckt, müsst ihr selber lesen. Es ist, wie gesagt, ja, jetzt ist die fünfte Reihe und man kann eigentlich gar nicht mehr so viel dazu sagen, ohne zu spoilern, weil irgendwie mit jeder Reihe dieses Universum einfach größer wurde. Und wenn man die Reihe kennt oder allgemein diese Welt kennt, dann weiß man wahrscheinlich sowieso, worum es geht. Und wenn man es nicht kennt, dann kann man sowieso mit den Beschreibungen nicht so viel anfangen. Deswegen ist es immer so ein bisschen kompliziert, das irgendwie zu erklären, worum es genau geht. Aber ja, es gibt halt viel Diversität. Auch da kann ich, wie gesagt, nicht so viel zu sagen, wer jetzt was genau ist, weil das auch teilweise spoilert. Aber es gibt halt zum Beispiel einen Charakter, das kann ich schon mal sagen, ein Mädchen, die sich jetzt ja gerne als Junge kleidet und sich als Junge gibt. Und es gibt aber auch Schwule in diesem Buch und ja, Magnus Bane hat natürlich auch wieder eine Rolle, der taucht da sowieso in jeder Reihe auf und ja, deswegen, das ist halt auch wieder so stellvertretend für die gesamte Schattenjägerwelt, wobei das in The Infernal Devices ja noch nicht so präsent war, aber im späteren Verlauf quasi ist es ja immer mehr und mehr dann gang und gäbe geworden und ja, deswegen das so stellvertretend für diese gesamte Welt kann ich das jetzt so einfach mal in die Kamera halten. Als nächstes habe ich wieder ein Buch, das es bisher noch nicht auf Deutsch gibt und das, soweit ich weiß, auch nicht geplant ist. Wenn ihr irgendwas anderes wisst, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und zwar The Midnight Life von Mary Rutkowski. Und in diesem Buch geht es um eine High-Fantasy-Welt, in der es eine, also das Ganze spielt in einer Stadt und da gibt es drei verschiedene Arten von Menschen, nämlich die Half-Kith, die Midlings und die High-Kith. Und die Half-Kith sind sozusagen die unterste Schicht der Gesellschaft und die sind halt auch alle in einer Zone quasi gefangen und dürfen dann normalerweise nicht raus. Und unsere Protagonistin ist nun eine von diesen Half-Kith und heißt Nirim. Und sie begeht am Anfang des Buches ein Verbrechen und wird dafür ins Gefängnis geworfen. Und da trifft sie Cid. Und Cid ist eine Reisende von außerhalb, was eigentlich schon ziemlich ungewöhnlich war damals. Und ja, die beiden kommen dann wieder aus dem Gefängnis frei und versuchen dann gemeinsam herauszufinden, ob die Half-Kith irgendwie über Magie verfügen, weil es denen halt ja helfen würde, aus ihrem Elend herauszukommen. Und auf dieser Suche ja fallen die beiden dann halt, verlieben die beiden sich dann halt ineinander. Und ja, das war eine Geschichte, die für mich total ins Herz getroffen hat, die mich total bewegt hat. Das Ganze ist eine Dilogie und das Ende ist wirklich sehr, sehr fies. Und ich bin ja sehr, sehr traurig, dass ich jetzt noch warten muss, bis der zweite Teil rauskommt, weil der erste Teil ist jetzt gerade, ich glaube, März oder so rausgekommen. Das heißt, es dauert jetzt noch ein bisschen, bis der zweite Teil rauskommt. Aber es war einfach eine so, so tolle Female-Female-Romance-Geschichte. Und ja, es hat sich halt auch langsam entwickelt. Es war halt Slow Burn und es war halt auch so dieses Opposite Attract, also die beiden Charaktere waren halt auch irgendwie sehr verschieden. So, Cid ist halt ein sehr selbstbewusster Charakter. Sie ist halt auch gereist und weiß viel von der Welt. Und irgendwie Nirim ist so ein total gutherziger Charakter, der sich aber auch so ein bisschen ausnutzen lässt. Und sie hat halt noch nichts gesehen von der Welt und möchte es aber gerne. Und ja, die beiden arbeiten dann, wie gesagt, zusammen und auf diesem Weg fallen sie dann, verlieben sie sich dann, oh Gott, ich will immer Falling in Love sagen und in Liebe fallen gibt es aber im Deutschen nicht, oh mein Gott, ich bin so, ja, auf jeden Fall verlieben sie sich dann auf dieser Reise und es ist einfach so schön und ich liebe es und ja, deswegen kann ich das auch sehr, sehr empfehlen. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist wieder ein Buch, was sehr, sehr bekannt ist, auch im Deutschen würde ich sagen, im Englischen auf jeden Fall. Und zwar ist es Carry On von Rainbow Rowell.
Und das ist im Deutschen erschienen unter dem Namen Der Aufstieg und Fall des außergewöhnlichen Simon Snow oder so. Ich weiß es nicht, irgendwie so um den Dreh. Bin auch kein Fan von dem deutschen Titel, muss ich sagen. Auf jeden Fall ist es im Prinzip eine Harry Potter Fanfiction. Es geht im Prinzip, also es ist schon sehr, sehr extrem angelehnt an Harry Potter. Es ist nämlich Simon Snow, der auf eine Schule für Zauberer geht. Und er ist quasi auch so der Auserwählte in seiner Welt. So die Bedrohung, die da vorliegt, ist ein bisschen anders als die Bedrohung halt in Harry Potter. Aber er hat halt auch einen Roommate, also einen Mitbewohner in also mit dem er halt das Zimmer teilt. Und zwar ist das Bass und Bass ist halt angelehnt an Draco Malfoy. Und ja, es ist im Prinzip eine Draco-Harry Fanfiction, Drarry, sagen Fans auch. Und ja, ich muss sagen, ich war nie ein Drarry-Shipper. Ich habe das nie verstanden, warum man die beiden shippen sollte. Also, ich weiß nicht, ich war da einfach nie on board und habe das irgendwie nie gesehen. Aber in Carry On liebe ich es, dass halt die beiden zusammenkommen. Und es ist halt eine wunderbare Hate-to-Love-Geschichte. Und ja, macht richtig, richtig viel Spaß. Im englischen Bereich gibt es ja auch einen zweiten Teil mittlerweile, wobei man halt auch diesen ersten Band als Einzelband lesen kann, beziehungsweise der war ja sogar lange, lange als Einzelband. Und es war ja eine große Überraschung, als dann die Autorin plötzlich gesagt hat, oh, Überraschung, es kommt noch ein weiterer Band, beziehungsweise es kommen ja zwei weitere Bände, weil es ist ja jetzt als Trilogie erweitert worden und der dritte Teil, ich weiß gar nicht, ob der schon angekündigt wurde. Ich bin da gerade nicht so up to date. Mir hat der zweite Teil ganz gut gefallen, aber ich fand den ersten Teil noch besser. Hätte auch vielleicht diese Erweiterung gar nicht so unbedingt gebraucht. Aber ja, macht auf jeden Fall viel, viel Spaß. Und falls ihr zu den Drarry-Shippern gehört oder euch das einfach mal interessiert, wie das so aussehen könnte, dann kann ich euch dieses Buch sehr, sehr empfehlen. Und ja, wie gesagt, es macht einfach viel Spaß. Das nächste Buch ist eher nicht so spaßig, weil es ein sehr, sehr düsteres Buch ist, was ein sehr, sehr ernstes Thema behandelt. Und zwar Girls of Paper and Fire von Natasha Nyang. Und das ist wieder eine High-Fantasy-Geschichte. Und in dieser Welt gibt es drei verschiedene Kasten. Es gibt einmal die Paper-Kaste, das sind die normalen Menschen. Es gibt die Steel-Kaste, das sind Menschen mit tierischen Merkmalen, wie zum Beispiel Hörner oder Flügel. Und dann gibt es die Moon-Kaste und das sind halt vollwertige Dämonen, die in Tierform sind, aber irgendwie trotzdem noch menschliche Form haben, kann man sagen. Also so immer noch wie ein menschlicher Körper halt, aber als Tier sozusagen. Also es ist schwer irgendwie zu beschreiben und ich finde es auch manchmal ein bisschen schwer, mir das vorzustellen bei manchen Tieren, aber ja, diese drei Kasten gibt es und die Paper-Kaste, also die halt nur Menschen sind, ist natürlich so die unterste Kaste. Und aus dieser Kaste kommt auch die Protagonistin Lei. Und sie hat ein besonderes Merkmal. Sie hat nämlich goldene Augen. Und sie wird eines Tages an den Hof des Bullenkönigs geholt, denn sie soll als sogenanntes Paper Girl dienen. Der König holt sich nämlich jedes Jahr, ich glaube, neun waren es oder so, Mädchen an den Hof, die halt als Kurtisanen dienen sollen. Und die haben halt eigentlich keine andere Wahl. Und sie wird halt als Paper Girl dann ausgebildet. Und ja, sie im Laufe des Buches verliebt sie sich halt in eine von den anderen Paper Girls, nämlich Ren. Und Ren ist halt auch ein unglaublich starker Charakter. Und ja, gemeinsam wird dann halt noch so eine Revolution, kann man sagen, geplottet. Und sie versuchen dann irgendwie den Bullenkönig zu töten, das planen sie. Und wie gesagt, es ist ein sehr, sehr dunkles Buch, weil es geht halt um Vergewaltigung, weil sie halt als Kurtisanen dienen, aber unfreiwillig. Und es ist kein leichtes Buch, was man so mal nebenbei lesen kann, sondern es ist wirklich ein ja, sehr, sehr düsteres Buch. Von der Stimmung her ist es halt auch sehr, sehr düster und ernst. Aber ja, wenn man halt damit umgehen kann und wenn man das verkraften kann, sag ich mal, dann
Kann ich das wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich habe es sehr, sehr geliebt. Es gibt auch schon einen zweiten Teil, der heißt Girls of, oh Gott, Storm and Shadow. Oh mein Gott, ich bin so Fake-Fan. Und jetzt kommt, ich glaube, Ende des Jahres kommt dann der letzte Teil raus. Ich hoffe, dass der Ende des Jahres rauskommt, weil ich unbedingt wissen möchte, wie das Ganze ausgeht. Und ja, ich kann es sehr, sehr, sehr empfehlen. Es ist halt, wie gesagt, nochmal so eine ganz andere Geschichte, weil es halt eben so einen düsteren Hintergrund hat. Aber ich finde es absolut gelungen und ja, das kann ich, wie gesagt, nur sehr empfehlen. Deswegen. Als nächstes habe ich dann Of Fire and Stars von Audrey Coulthurst. Und dieses Buch ist auch auf Deutsch erschienen und zwar unter dem Titel Eine Krone aus Feuer und Sternen. Und das Ganze ist eigentlich eine Dilogie. Also es gibt einen zweiten Teil. Den zweiten Teil muss ich noch lesen. Das habe ich jetzt im Juni vor. Vielleicht habe ich ihn schon gelesen, wenn ihr dieses Video seht. Und der erste Teil ist aber auch so halbwegs abgeschlossen. Also man kann den eigentlich auch als Einzelband lesen. Also im Deutschen ist, soweit ich weiß, nur der erste Teil raus. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Man kann das auch als Einzelband lesen. Und die Geschichte ist so halbwegs abgeschlossen. Obwohl es noch ein paar offene Fragen gibt, kann man das halt auch irgendwie so als Einzelband sehen. Und ja, in dieser Geschichte geht es um Denna. Und Denna ist eine Prinzessin und wurde schon ihr Leben lang darauf vorbereitet, dass sie einen Prinzen aus einem anderen Königreich halt heiraten soll. Und dann reist sie halt in dieses Königreich. Und ja, da kommt es dann allerdings so, dass sie sich in die Schwester des Prinzen verliebt, nämlich in Mare. Und ja, das wirft natürlich einige Probleme auf, weil sie immer noch mit dem Bruder halt verlobt ist und sie ist halt auch ein sehr pflichtbewusster Charakter und sie möchte halt auch ja den Prinzen nicht enttäuschen quasi und sie hat dann aber noch weitere Probleme, denn in dem Königreich, in das sie halt einheiraten soll, ist Magie strengstens verboten und sie hat aber irgendwie magische Kräfte und sie kann halt irgendwie über das Feuer gebieten, aber das Problem ist halt, dass sie diese Kraft nicht so richtig kontrollieren kann. Und solange sie sie nicht kontrollieren kann, kann sie sie natürlich auch nicht immer geheim halten. Und das macht ihr natürlich große Angst. Und ja, das ist halt, worum es in diesem Buch geht. Und ich fand diese Geschichte wirklich großartig, weil es war halt auch so ein bisschen Hate to Love, weil halt Mare, die Schwester halt von dem Prinzen, möchte halt von Denna auch am Anfang nichts wissen. Das ist halt auch irgendwie. Sie ist auch ein sehr burschikoser Charakter, die halt auch so mit Prinzessin und so nichts am Hut hat. Also sie ist sehr anders. Sie ist halt nicht so die typische Prinzessin, sondern sie ist halt eigentlich immer lieber so im Stall und so und macht halt eher so praktische Arbeit, halt sich halt irgendwie mit Kleidern und Bällen und sowas zu beschäftigen. Und ist halt so total auch das Gegenteil von Denna, die halt wie gesagt eher so pflichtbewusst ist und als Prinzessin aufgewachsen ist und deren Leben halt im Prinzip so aus Bällen und sowas bestand. Und die beiden treffen da aufeinander und sind eigentlich total unterschiedlich, aber im Laufe der Geschichte wachsen sie so zueinander. Und das ist einfach so, so schön zu lesen und es hat mir sehr, sehr gut gefallen und deswegen kann ich es sehr, sehr empfehlen. Wie gesagt, Band 2 ist nicht im Deutschen erschienen, aber ja, ihr könnt auch den ersten Band einfach als Einzelband lesen oder wenn ihr halt gerne auf Englisch lest, dann könnt ihr halt auch noch den zweiten Band lesen. Ich bin sehr gespannt, wie diese Geschichte weitergeht, weil ich die beiden Charaktere halt sehr, sehr gerne mochte und deren Beziehung. Und ja, deswegen freue ich mich auf Band 2, aber Band 1 kann ich auf jeden Fall schon mal empfehlen. Ein Buch habe ich noch und zwar The Priory of the Orange Tree von Samantha Shannon. Und dieses Buch ist ein echter Schinken. Also das hat im Englischen schon 800 Seiten und erscheint jetzt demnächst auch auf Deutsch. Im Deutschen wird es allerdings zweigeteilt, eben weil es so dick ist. Hat dann im Deutschen bestimmt insgesamt 1000 Seiten oder so. Und wird im Deutschen den Titel Der Orden des geheimen Baumes tragen. Und ja, in dieser Geschichte geht es um eine Welt, in der Drachen im Prinzip existieren oder mal existierten. Und die Welt ist so ein bisschen zweigeteilt in Ost und West. Es gibt halt einmal die eine Seite, ich weiß gerade nicht mehr, wie jetzt was ist. Die eine Seite, die verehrt Drachen halt und die andere Seite fürchtet die Drachen. Und
Ja, es gibt halt zwei verschiedene Geschichten. Auf der einen Seite haben wir halt einmal eine Drachenreiterin, die wir begleiten auf ihrer Reise, wie sie halt ausgebildet wird und so. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber die Königin Sabran und sie ist halt unter enormem Druck, weil sie unbedingt einen Erben produzieren muss. Und ja, dann kommt noch dazu, dass ihr Gefahr schwebt durch Assassinen. Also sie ja droht einem Attentat zum Opfer zu fallen und dafür ist Eid da. Und Eid ist halt eine, ja, so quasi Undercover-Agentin, kann man sagen, vom Kloster des Geheimen Orden und des Klosters Geheimen Baumes, so heißt es. Sie ist halt quasi undercover an den Hof von Königin Sabran gekommen, um halt die Königin zu verteidigen und zu beschützen und hat sich halt ja quasi am Hof immer mehr nach oben gearbeitet, um halt näher an die Königin zu kommen, um sie halt zu beschützen. Und ja, es geht im Prinzip um die Geschichte der beiden Frauen, wie die beiden halt sich dann auch verlieben, wobei diese Liebesgeschichte in diesem Buch wirklich nur so eine Randnotiz ist quasi. Also beziehungsweise so, es ist halt nicht primär eine Liebesgeschichte, sondern es geht halt um viel, viel mehr. Es ist halt wirklich eine richtig epische High-Fantasy-Geschichte. Und wie gesagt, es geht um Drachen und es geht um Kriege, Kämpfe und so weiter. Und klar ist die Liebesgeschichte auch mit dabei, aber es ist halt nicht primär eine Liebesgeschichte mit ein paar Fantasy-Elementen, sondern wirklich richtig, richtig, richtig High Fantasy. Und ja, ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Also wie gesagt, es kommt ja demnächst auf Deutsch raus. Wenn ihr da Interesse daran habt, guckt da mal vorbei. Ich mochte es sehr, sehr gerne. Möchte es auch irgendwann demnächst mal rereaden, aber es ist halt echt so ein Fantasy-Klopper, wo man halt wirklich sich Zeit für nehmen muss. Ich habe das letztes Jahr das erste Mal gelesen, weil ich halt auf einer Lesung war, wo Samantha Shannon auch da war und ja, da habe ich so signiert und deswegen ja, hatte ich es halt irgendwie wirklich auch so in einer Woche oder sowas durchgezogen, aber man muss sich halt wirklich auch seine Zeit dafür nehmen irgendwie und ja, ich kann es sehr, sehr empfehlen und ja, das waren schon wieder alle Titel, die ich mir für heute rausgesucht habe und auch hier könnt ihr mir wieder gerne schreiben, wenn ihr einen von diesen Büchern schon gelesen habt oder wenn ihr noch weitere Empfehlungen habt. Wie gesagt, es gibt ja noch viele, viele weitere Bücher, die auch irgendwie Nebencharaktere oder sowas haben und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare und hoffe wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.